Hallo zusammen, heute bin ich in der Werkstatt von Volvo Trucks mit dem Christoph zusammen. Es kann ein bisschen laut werden, es ist ein ganz normaler Betrieb, von daher nicht wundern. Christoph, heute geht es ums Laden. Sag doch mal, wo kann ich denn mein LKW aufladen? Ja, im Prinzip überall da, wo man entweder eine Wallbox findet oder halt eine Starkstromsteckdose, kann man so ein Fahrzeug halt aufladen. Es gibt öffentliche Ladepunkte oder halt auch eigene Ladepunkte. Okay, die öffentlichen Ladepunkte hast du schon angesprochen. Sind es die gleichen wie für Pkw? Genau, im Prinzip schon. Wir haben einen Ladestecker, der ist genormt. Das ist ein sogenannter Typ-2-Stecker. Der passt halt auch in den Pkws mit rein. Der eine oder andere wird sowas sicherlich schon mal gesehen haben. Auch im Elektro-Pkw sind die gleich. Wir arbeiten hier mit Wechselstrom, Wechselspannung. Das, was im Prinzip aus dem Generator vom Energieversorger kommt. Das ist halt hier angeschlossen. Und das Fahrzeug macht dann die Umwandlung in den Gleichstrom. Das Fahrzeug funktioniert mit Gleichstrom. Das heißt, überall, wo man so eine Typ-2-Stecker-Ladestation hat, die passt sowohl beim Pkw als auch bei unserem Lkw. Wenn ich jetzt eine Ladesäule oder irgendwie einen Aufladepunkt haben will für mein Firmengelände, wo kriege ich das her? Was mache ich da? Hilft Volvo mir dabei? Ja, absolut. Wir können auch so eine Ladestation hier mitliefern mit dem Fahrzeug. Gibt es auch ein Zubehör, die kann man auch einzeln kaufen. Auch die Kosten hierfür sind relativ überschaubar. Die muss natürlich dann lokal von einem Elektriker noch installiert werden. Wenn ich so ein Fahrzeug über eine Wechselspannungs-Wallbox installieren will, dann helfen wir da gerne. Und ansonsten haben wir natürlich halt auch, stehen wir beratend zur Seite, wenn es halt auch um eine Schnellladung geht. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Allerdings sind da die Investitionen ein bisschen höher. Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, magst du es uns mal zeigen? Aber klar, gerne. Ich gehe mal hier voraus. Wichtig beim Laden ist ein Stück weit so weit, dass man das Kabel einmal abrollt, dass man das nicht in der Schlaufe irgendwo liegen lässt, damit nicht irgendwelche indizierten Spannungen halt entstehen. Und ansonsten nimmt man es einfach ab, entriegelt die Buchse, steckt das Kabel einmal rein. Die Lampe fängt an zu leuchten und signalisiert uns dann über ein grünes Blinken, dass der Ladevorgang angefangen hat. Das ist im Prinzip schon alles. Der Stecker wird verriegelt und jetzt kann ich halt auch, kannst du ja mal probieren, du kriegst den Stecker da nicht rausgezogen. Der ist halt verriegelt, sodass halt auch niemand das Kabel klauen kann. Wenn es jetzt aufgeladen ist, erscheint dann ein anderes Licht oder? Der leuchtet dann permanent grün und signalisiert mir, dass das dann das Fahrzeug ist. Das heißt, der blinkt nicht mehr, sondern leuchtet genau, permanent rot. Okay. Und wenn man jetzt einen Ladevorgang abbrechen möchte, müsstest du einmal die Stopptaste drücken. Die Stopptaste hier oben? Genau. Und dann kann ich ihn rausziehen? Jetzt kann man einfach rausziehen. Ist wunderbar. Gut. Und wie lange dauert hier jetzt das Aufladen? Über so eine Wallbox dauert jetzt die Aufladung ungefähr 8 bis 10 Stunden, wenn die Batterie auch komplett leer ist. Okay. Und gibt es noch andere Möglichkeiten zum Aufladen? Ja, absolut. Es gibt auch die Möglichkeit, über eine Schnellladung, über eine Gleichstromladung das Fahrzeug aufzuladen. Hier unten haben wir noch einen zweiten Anschluss. Den kann man öffnen und da kommt ein anderer Stecker dann halt mit rein, der halt Gleichstrom liefert. Und da kann man ein Fahrzeug innerhalb von 1 bis 2 Stunden wieder voll aufladen. Okay, aber dann verrat nicht zu viel, weil das gibt es dann in einem anderen Video. Alles klar. Und wenn ihr keins unserer weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren YouTube-Kanal. Und falls ihr Fragen habt, die ihr gerne in einem weiteren Video beantwortet haben möchtet, schreibt uns einfach eine E-Mail.